Moin und willkommen zu einem Live-Duo-Q gemeinsam mit meinem Bruder. Ich wieder sehr klassisch unterwegs. Das hat sogar einen Grund. Und mein Bruder ist hier der geheimnisvolle schwarze Champion, den man hier noch nicht sehen kann. Das ist aber gar nicht so schlimm, denn es gibt einiges zu berichten. Ich bin noch ein bisschen erkältet, deswegen verzeiht mir das bitte. Ich versuche es zu vermeiden. Ich habe noch ein bisschen was am Sound gedreht. Ein wichtiger Fakt war auf jeden Fall, die Sprachaktivierung zu verwenden. Normalerweise haben wir immer Dauersenden geklickt, weil bei der Sprachaktivierung über TS immer das Problem war, dass man manchmal die erste Silbe nicht gehört hat. Und das zerstört manchmal Sätze. Und es ist nervig. Und ich möchte noch, bevor wir hier, so lange wir rumladen, ein bisschen über das neue Liga-System reden. Aber erstmal, Ivan, sag doch erstmal deinen Eindruck dazu. Hi, das Liga-System? Ja. Du hast jetzt ja schon ein bisschen gespielt und. Aber generell habe ich kein Problem damit, nur das Problem, weil ich jetzt Silber bin, dass ich nicht rauskomme. Ich wurde als Silber eingeordnet, weil ich vor dem neuen System die Spiele verloren habe und von, glaube ich, 1570 oder so auf 1460 oder so gerutscht bin. Wir haben nämlich als Silber eingeordnet und das nervt mich tierisch zurzeit, weil ich einfach nicht rauskomme da. Aber ich hoffe jetzt durch unser Zusammenspiel jetzt, was wir jetzt zum ersten Mal in dem System machen, dass ich Punkte generieren kann, weil bisher Gold, ich tippe mal, ich bin hier der Noob, was das Elo-System anbetrifft. Und vielleicht kann ich da ein bisschen auch, ich war ja auch Last Pick, da kann ich vielleicht ein bisschen mehr Punkte einheimsen, wenn wir gewinnen wie ihr. Und vielleicht, oder, weil es ist ja jetzt für mich auch dieses Promotion-Spiel, ich bin gerade in dieser Qualifikationsrunde. Schön, dass du das erwähnst mit der Promotion. Das ist nämlich anscheinend der. Ja, naja, das ist so eine gefährliche Sache, will ich sagen. Und zwar, man kennt ja Trolle. Und das ist quasi noch trolllastiger als vorher, technisch gesehen, weil der Troll freut sich natürlich, wenn andere sich nicht freuen. Und ich glaube, die meisten. Also, ich habe jetzt sehr oft jetzt gelesen bei der Champion-Auswahl: bitte verliert nicht, ich bin gerade dabei zu promoten, also aufzusteigen. Also dieses Spiel muss ich gewinnen, bla bla bla. Es geht ja darum, wenn man in einer Division aufsteigen will, dann ist es wichtig, dass man von den Promotionsspielen 2 gewinnt von 3. Und bei den Aufstiegsspielen in die nächste Klasse, also in Silber, Gold oder und so weiter, dann sollte man 3 von 5 Spielen gewinnen. Und das ist jetzt quasi der nächste Köderpunkt, der mir aufgefallen ist. Ja, bitte strengt euch alle an, weil ich steige ja auf. Das ist ein gutes Argument für diejenigen, die natürlich auch aufsteigen wollen, weil sie wissen, okay, ich muss mich sofort konzentrieren, aber der Troll denkt sich, oh yeah, ich kann mehr Schaden anrichten. Das ist zumindest, also wenn ich mich versuche, in das Böse hineinzuversetzen, wo das jetzt auch so bescheuert klingt, aber ein bisschen ernst meine ich es doch. Die dunkle Seite der Macht, oder was? Die dunkle Seite der Macht ist hier auf jeden Fall, kriegt ihr gut Futter, wenn das jemand verrät. So. Früher war es ja, ich will nicht verlieren. Dann hat man gesagt, ja, ist doch nur ein Spiel. Und jetzt heißt es, lieber, ich bin aufsteigend. Komm mal lieber Redbuff jetzt bitte. Du startest Redbuff. Das ist natürlich auch eine aggressive Variante. Gangst du dann aber auch, oder? Nee, ich gehe dann als mittleres Redbuff, ich gehe dann Blue und dann gang ich Mitte. Da hat Reese sein Käfig. Ich gehe nach den Geistern Base. Oh, Alter, der kann mir gar nicht helfen. Nee, ich töte den jemand. Reese macht das ganz gut, der hat kein Damage. Ja, das ist mir so das Erste, was mir aufgefallen ist. Einer hat dann, glaube ich, zur Beruhigung geschrieben, ja, bitte entspannt euch. Bleibt einfach fokussiert und versucht nicht dran zu denken, oh, ich muss jetzt unbedingt gewinnen, weil das bringt nämlich das Ligasystem auch so ein bisschen diesen Druck mit sich. Oh Gott, angenommen, man hat ein Spiel gewonnen, ein Spiel verloren und will gerade aufsteigen und dann ist das halt das entscheidende Spiel. Das ist natürlich auch vielleicht schön gerade. Oh, ich glaube, die kann man hier so ein bisschen... Ah, schade, ich bin zu langsam. Kennen. Die kennen, hast du gegen die schon mal gespielt auf der Botlane? Ja, ich habe sogar mit ihr schon häufiger gespielt, mit Leona. Mit Leona passt ganz geil, vor allem mit der Ulti, weil dann entsprechend meine Passive oft getriggert wird. Aber da sie das trotzdem als Schadensressource nutzen wird, ist Janna quasi ihr eigener Counter. Weil sie aktiviert die Ulti, also muss natürlich gucken, wie Janna das macht, aber es kann sein, dass Janna diese ungünstig einsetzt. Und somit ganz einfach uns aus der Ulti von Kennen rausstößt. Wobei man natürlich Janas Ulti auf verschiedenste Weisen verwenden kann. Aber vielleicht für das eventuell zu einem Safe. Mal gucken. Also darauf hoffe ich so ein bisschen, wenn man überhaupt darauf hoffen kann, dass der Gegner Fehler macht. Hui. Das
Jetzt werde ich hier natürlich schon ein bisschen beworfen. Das ist okay, das ist normal. Ich glaube, die baiten uns hier. Erstes Blut, Ivan, ich bedanke mich. Wo verstehst du das? War Chogat unten? Ich glaube, er ist unten. Die verhalten sich gerade ganz schön auffällig, meiner Ansicht nach. Nee, da kann ich unten sein. Red Buff ist nicht da. Der Teleport? Nee, ich warte lieber, bis der auf der Map auftaucht. Also hier kann man wirklich entspannt sein. Wir können eh bis Level 3 warten. Kennen. Oh, da ist er. Okay, alles klar. Dann heißt es reingehen. Ah, schade, okay. Gleich zurück, das ist okay. Jan hat auch gut reagiert. Also der Schild, der war wesentlich schneller da als meine Zenitklinge. Und Kennen hat natürlich keine Mana-Probleme, kann also ihre Sprüche spammen und ein AD-Carry in dem Fall, der jemanden stunnen kann, ist immer gefährlich, weil auch Kennen hat die größte Grund-Attack-Speed im Spiel. Ich glaube nach wie vor. Und das ist halt günstig, weil von der Grund-Attack-Speed, die man hat, hängt quasi die restliche Attack-Speed, würde ich mal sagen, ab. Deswegen sind einige Charaktere einfach nicht geeignet, einen AD-Carry zu machen, weil ganz einfach ihre Grund-Attack-Speed so gering ist. Das heißt, sie profitieren weniger von Attack-Speed-Items als... Ach, Gott. Wartet, okay. Verdammt. Ich hätte gedacht, ich treffe. Das ist schon ein paar Tage nicht gespielt. Das ist krankheitstechnisch. Ich mach mal, ich hab Treebrush gewartet, aber ich kann mal einen Lane Gank. Probier mal, du kannst ja jemanden anspringen. Die sind ja ganz schön aggressiv gerade. Ich versuche mich vor sie zu stellen, damit sie ihre... Alala, was macht der denn? Jetzt muss ich natürlich rein. Bitte die mal, komm mal zu mir, komm zu mir. Zu dir? Wo bist du denn? Na hier, Alter. Ich versuche erstmal hier Kennen wegzutreiben. Mein Red Buff tötet alle. Red Buff ist okay. Zweimal Shogat und Dings jetzt. Ich weiß nicht, ob das... Also es war eine irritierende Aktion von Grace, ganz ehrlich. Ich weiß nicht vielleicht, ob das so wirklich so ein provozierter Bait war. Ich musste natürlich genau dann rein, als Kennen seine Beschleunigungsmist macht. Den Creep muss ich klauen. Der erste war unnötig. Aber den musste ich, weil sonst geht er an den Tower verloren. Das ist nicht günstig. Kannst du in den Treebrush nochmal gucken, ob da Cho'Gath rumlungert? Ein bisschen bedenken, dass er da ist, weil Graves so low ist. Nobody's here. Janna ist wieder da. Oh, Janna ist natürlich unglaublich schnell. Er hat aber noch keine allzu sinnvollen Items holen können. Ich glaube, Graves kann dann irgendwann gehen. Er sollte sich nicht zu stark verwässern. Das muss man dazu sagen, dass Kennen eine relativ hohe Reichweite hat. Weil er also vor ihn stellen, um ganz einfach sein Q nicht zu ermöglichen. Also Max, soll, wer ist an allen Kills beteiligt? Ich nicht. Ist gut, Ivan. Hier könnte man trotzdem nochmal nerven, ist okay, weil ich kann ja den Damage noch ganz gut traden, vor allem mit dem Schild. Und hinter den Gegner so ein bisschen das ist natürlich trotzdem nervig, aber ein bisschen daran, den Turm Schaden zu machen, solange bis Graves hier noch shot. Wenn zurückkommt, dann hält er die Geschichte und mein Bruder dann wieder die Möglichkeit, relativ entspannt, das machst du sehr gut, fantastisch, hat er dann wieder die Möglichkeit hier zu gangen. Also so eine, ach, was ist das denn hier? So, kann natürlich hier trotzdem nicht ewig halten. Der Tower wird hier ein bisschen Schaden fressen. Das ist so. Kann ich rein? Also das ist ja zu gefährlich. Vor allen Dingen Janna ist so ein relativ natürlicher Counter zu mir, weil sie mich nach dem... wenn ich meine Zenitklinge mache und sie mein Ziel schon erreicht hat, kann sie mich trotzdem hochwerfen, was super nervig ist. Mit super nervig meine ich richtig nervig. Das heißt, er muss jetzt hier mal ein bisschen auf sich reingestellt sein. Ich versuche das Ganze noch zu baiten. Das wird aber weit. Das heißt, wir können ja trotzdem am Tower ganz schön nervig. Oh, das ist hier. Oh. Was war das? Nice. Nee! What the fuck, Alter? Wie blind war denn das? Der hat die Bugshot gefehlt. Und jetzt stirbt der, pass auf. Er soll zurückgehen, Mann. Das war... Restate Das war epic.
Rise Teleport. Also das war wirklich, man hätte, wie man sehen kann, das wäre, ich will nicht sagen ein Triple Kill gewesen, aber Janna, sowas muss man ganz sicher machen. Zumal ich Flash und Exhaust verwendet habe. Und, Mist. Die haben das sehende Auge ja verändert. Oh, das ist ja unbezahlbar. Ich hätte jetzt auch auf den Philosopher Stone gehen können, aber das ist für mich keine Farmlane, sondern wir müssen hier töten, wobei Ryze mich jetzt, Ryze sage ich jetzt schon, Ryze mich hier ein bisschen enttäuscht hat, also das war ungünstig. So, hier wird jetzt ein Ward platziert, vielleicht kann ich den noch, ja. Wo habe ich keinen Zweiten? Oh Mann. Ich dachte, ich hätte zweimal drauf geklickt. Ich wollte mir zwei kaufen. Einer ist hier definitiv zu wenig für die Spielsituation. Aber wir haben Ulti, was ganz nice ist. Das heißt, Janna kann hier ja Mana spammen, das ist okay. Min soll Minion heißen. Gucken, wie viel er daraus liest. Zack, das klappt ganz gut. Also ich habe jetzt Janna bewusst gewählt, weil sie... ich habe mich reingetüdelt, aber ich hätte auch Janna genommen, weil sie noch nicht Level 6 war. So, und damit kann sie mich nicht wegstoßen. Und Grace hat ein bisschen spät reagiert, aber dann mit einer guten Kombination. Also die Rauchwolke ist halt super nervig. Sie ist effektiv und dadurch... also es gibt auch noch immer noch einige Computer, die große Probleme damit haben und dadurch die Framerate ganz einfach sinkt. Das ist ein blödes Argument so, aber bei mir war es früher auch so, wenn die Sin den Bodenschlag, also das Verkrüppeln, den Orkan verkrüppeln heißt das, glaube ich. Wenn er das gemacht hat, hat es bei mir auch gelaggt. War extrem nervig. Vor allen Dingen, weil du ja extrem oft Lee Sin spielst, du gespielt hast. Eher weniger. Wie bitte? Eher weniger, oder? Wie meinst du das? Oder meinst du das todesironisch? Deadly. Belly. So, warte. Ich überlege gerade. Oh, das muss mich hier mit dem sehenden Auge, das ist natürlich jetzt... Das bringt ja mich ein bisschen durcheinander. Ich habe das gelesen, aber ich habe... Das war ja ultra teuer. Das ist natürlich nice, dass man sich das Lebensitem holen kann. Und dass es jetzt auch dadurch auch mehr Leben gibt. Okay, ich wollte ihn gerade schreiben, dass er Mana saven soll. Weil es ist wieder so eine günstige Situation. Man kann hier sehr schnell engagen. Janna besteht quasi nur aus Papier. Und ist dadurch ein ganz gutes Opfer. Das hier, jetzt habe ich hier ein Sehenwort aufgestellt. Fuck off. Komm runter. Ja, aber er ist out of Mana. Mach los, mach los. Nee, das sehen die. Aber ich kann es mit einer Ulti probieren. Wenn du sie stunst. Oh ne, das reicht nicht. Ne, reicht nicht von der Range. Ja, Exhaust noch, nice. Nidalee. Ne, Nidalee ist verwirrt. Okay. Ne, sie kommt doch. Das ist gut. Das ist praktisch, weil wenn sie die Midlane verlässt, kann sie nicht farmen. Ryze kommt dann zurück und freut sich einfach nur. Wichtig ist, dass er jetzt Mana saved. Ich hoffe, daran hält er sich. Und ich hoffe, dass wir nochmal engaged. Stürger für Nidalee unten oben. Unten oben? Warte, sie hat gerade Schild gemacht. Das ist ein guter Moment. Das heißt, wieder die ganze Geschichte mit dem Stun. Ich kann ja noch exhausten. Klar, ist ja sehr mobil, aber ich glaube, ja, sie wird sich verabschieden. Supporter bringen natürlich dann entsprechend weniger Geld, will ich mal sagen. Vor allem dann, wenn die keine Assists kriegen, aber es ist halt Kill is Kill und wir können dadurch die Lane enorm unter Druck setzen. Und ich glaube. Dragon? Lass den Tower schnell töten. Ah, okay. Wenn Grace nicht mitmacht, dann. Brauche ich gar nicht erst auf den Tower einzuprügeln. Das ist aber kein Ding. Dragon ist mehr wert. Und auch ein schönes Prestige-Objekt. Das heißt, ich kann hier ein bisschen Mana spammen. Das ist okay. Eine volle Kombination kann ich noch machen. Zwar nicht die mit der Ulti, aber wer die Ulti nicht hat, kann sie nicht einsetzen. Also die ist auf Cooldown, das meine ich natürlich. So, der Blue Buff ist noch da. Wenn du willst, kannst du den auch noch stehlen. Ich würde mich als Beschützer anbieten. Das letzte Mal haben wir ja gefailt. Upsala. Nidalee töten? Okay, der Ward ist dort weg. Aber ich habe jetzt meinen Stun verbraucht gegen den Ward. Scheiße. Töte den. Cannon kommt. Oh.
noch den Lord killen sollen. Zack. Er war aber trotzdem recht erfolgreich. Hier sollte man nicht weitermachen, weil Mana... Ach, hier ist ja mit zwei Tränke geholt anstatt zwei Wards. Jetzt habe ich das Problem von vorhin begriffen. Wie vorhin, meine ich. So, ich betrink mich dann erstmal hier mit den Tränken. Spare jetzt Mana. Klar ist natürlich, dass er Gracious da relativ nutzlos ist. Hat jetzt seine Sprüche ein bisschen gespammt, aber das ist okay. Das heißt, ich brauche trotzdem ein volles Potenzial. Ich habe kein Mana, also du hast schon mal Na, ich krieg, glaube ich, eine volle Kombination hin. Oder nee, oh, die Ulti ist unbezahlbar. Nee, aber ich versuche jetzt einfach zu halten. Das heißt, wenn er oh, mal gekrittet. Wir müssen jetzt wirklich einfach nur halten. Klar, geht der Tower jetzt hier ein bisschen zu Bruch, aber das ist okay, weil wir jetzt eigentlich im Vorteil sind. Ich bin auch irritiert, dass sie sich sowas trauen. Wahrscheinlich, weil sie auch die Mana-Werte ablesen. Und hier können wir dann wirklich erstmal nichts machen. Man könnte locker töten, wenn man Mana hätte. Ohne Probleme. Ein riesen Level-Vorteil. Wird er trotzdem mal reingehen und einfach ein bisschen abschrecken, oder? Ne, jetzt ziehen sich zurück. Das ist auch gut für uns. Ich schreibe ihm das jetzt, vielleicht ist das nicht die sinnvollste Aktion, aber... Also vor allem, wenn man bedenkt, dass er super wenig hat. Aber das schreit danach anzugreifen. Aber wie? Das heißt, allein schon aus dem Grund, dass man hier den Tower halten muss. Ah, es reicht trotzdem aus. Zack. Hat genug Mana gehabt, das ist wichtig. Er kommt jetzt hier dazu. Ist natürlich nervig durch den absoluten Schaden. Tankt hier aber den Tower. Das ist halt ultra naiv. Woher kommt er? Nee. Tschüss. Doch, Teleporter, wir haben ein Teleport-Team. Nee. Darius ist bis zu uns runtergelaufen? Ja, da treut ein bisschen gerade. Was macht er auf der Top-Lane? Wie geht's ihm da? Ja, der gewinnt die Top-Lane, aber. Er ist ja die ganze Zeit rumgerannt, keine Ahnung wieso. Das ist irritierend. Na, okay, Midlane Tower ist. Kann man manchmal als wichtiger ansehen, wobei man dadurch sehr nah an der Base ist und relativ gut farmen kann, wenn man das mit dem Freeze gut macht, aber selten, also ich sehe sowas, dass selten effektiv gemacht wird, eher auf den Top-Lane, um sich ganz einfach effektiver vor Gang zu schützen. Macht denn der Set, der kriegt hier einen Tower-Shot nach anderen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was sollte auch man immer machen, wenn man entweder die Lane pusht und die Lane gepusht ist, dann die Golems, natürlich aber dann schnellstens zurück zum Turm und wichtig ist, man hat die volle Kombination. Grace hat leider seine Ulti noch nicht. Ich warte jetzt, bis der grüne Punkt da ist. Okay, jetzt da und dann kann man rein. Source drauf und tschüss. Und die Ulti kam viel zu spät, ist zum Flash gezwungen. Ich glaube, Darius wird jetzt hier jemanden enthaupten. Aber, ne, ich muss erstmal ran. Stunne und renne dann einfach nur. Das ist anscheinend der Versuch hier zu roam, aber. Aber das ist halt. Ich bin irritiert, warum Kennen so stark pusht. Also warum die so vernarrt drauf sind, diesen Turm einzureißen. Weil wir mittlerweile fast 3 Level Abstand. Also zum Support auf jeden Fall. Nicht so ungewöhnlich. Aber in der frühen Phase schon. Sehr gut. Na, das sieht stark nach einem Triple Kill aus. Okay. Okay, wir pushen top komplett durch. Ist auch immer eine gute Combo. Ich markiere die Ziele und er bürstet die weg. Junge! Der ist OP! Das ist schön, dass du die Stille so ein bisschen brichst. Don't feed sharks. Meine Hände sind doch kalt, ey.
Das kann man jetzt sicher machen. Problem ist nämlich, dass jetzt der Gegner hier ausrastet, weil natürlich alle da sind. Ich glaube, sie lassen uns, aber wir sollten uns trotzdem zügig zurückziehen. Laut den Debuff, aber müssen alle kommen. Ne, wir sollten... Ich warte, ich halte über die Position. Wenn irgendwas ist, habe ich trotzdem noch Flash und Ulti. Oh, Spirit. Oh, jetzt ist natürlich das Problem, Ulti benutzt. Teammitgliedern kann man nur bedingt helfen, sollte man hier nicht. Geh zu Darius, der nicht die alle. Wieder falscher Weg, Jack, Critics hin. Nee, das war genau richtig eigentlich. Da muss ich jetzt nun endgültig zurückziehen. Darius ist. Bitte, schick dir das. Epischer Safe, also. Und, ja, nee, ich zieh mich zurück. Wir machen das safe. Safe, 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 safe. Ja, juke around. Kannst du die wieder alle stunnen und dann töten? Banner heilt. Ja, der ist gut. Ich komme von oben. Wir kriegen vielleicht noch Janna. Sie ist zwar schnell. Stellt sich Nobel dem Turm. Jeez. Well played. Boom! Muss ich jetzt kriegen, war nicht viel Geld wert, vielleicht sogar unnütz, aber es hat anscheinend auch Nidalee provoziert, zack, hier zu bleiben und somit war das mehr als lohnenswert. GG! Witzigerweise habe ich sogar noch der Top Tower gepusht. Kann ich mich porten, wenn er mich angreift? Kann er? Greift er mich an? Klar, dass er mich angreift. So. Okay. Zieh mich zurück. Kaufe ein. Kann mir, glaube ich, die Ägide bestimmt... Ja. Witzigerweise nur die Ägide. Das ist schon fast ein bisschen traurig. Hole mir trotzdem Heiltränke, weil ganz einfach sie in Notfallsituationen ganz praktisch sind und wir noch ein bisschen hier Angst und Schrecken verbreiten wollen. Wer feedet denn eigentlich bei uns? Right. Ich bin gefeedet. Ausnahmsweise nicht, ich werde noch ein Spiel gewinnen danach. Willkommen in der Division 2. So. Sollte aber ganz, wenn dann dem eigenen Team gegenüber zeigen, nicht dem Gegner. Das ist ja auch was Spaß geben. Oh, das war gut gemacht. Das war eine kranke Weise irgendwie. Grace freut sich. Das ist schön. Die Ulti war Verschwendung. Habe ich jetzt gerade im Nachhinein festgestellt. Das ist naiv. Das sollte man auch nicht tun. Kann ja nochmal in den Source draufkommen. Ich hoffe einfach, dass jemand noch guckt. Oder ob der Ulti tötet. Ja. Nein, war es Darius oder hat er das vorher schon verwendet? Sehr gut, Grace. Gut gedacht. Big Dodge. Aua. Was macht ihr da? Ihr prügelt euch einfach. Habe ich jetzt gefangen. Aber besser als das ist Darius. Gute Koordination, jemand. Ja, guck mal, bitte, siehst du, wie ich das mache? Bin zu früh geflasht. Oh, den hätte ich fast auch noch gekriegt. Ich bin mir nicht sicher, wie lange wir das halten. Sperr sieht. Oh, bitte. Eigentlich hätte mir locker den Kopf abbeißen können. Auf jeden Fall wieder nicht gestunt. Und das ist schon wieder gestunt. Boah! Jetzt rasten sie aus. Aber das führt nicht selten zum Job. Time to feed! Sorry. Ich hab das Spiel gefroren. Ja. Du wirst definitiv reported. Das war wirklich lustig. Oh. Ey, was sind das für Spiele? Ey, es sieht wirklich so aus, als ob wir wirklich Spiele hochladen. Also alle Dual-Qs extrem einfach.
29:4 war das jetzt, oder zu wie viel? Ja, na, ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich glaube, ich habe jetzt kurz auf Aufnahme Stopp gedrückt. Das war jetzt keine absichtliche Zensur oder sowas. Ich habe einfach enorm fette Finger. So, nur ganz kurz gegen Ende. Ja, das neue Ligasystem. Wir werden jetzt mal gucken, was passiert ist. Ich weiß nämlich nicht, wie der Bildschirm aussieht. Das heißt, wir sehen uns in 0,1 Sekunde wieder. So, nun sehen wir das Menü. Liga-Informationen werden verarbeitet. Das ist ja mein erstes Spiel. Hier wird wahrscheinlich geflamed. Und ja, was sagst du, Ivan? Was sagst du zu einem solchen Game? Ja, das war nice. Wir hatten ein geiles tanky Team, muss ich sagen. Ich liebe Reese. Reese ist einer der besten. Rice, meinetwegen. Jeder versteht ja, was ich meine. Nee, keiner, nicht jeder guckt Malcolm mittendrin, Ivan. Achso, alles klar. Überragender Mitchamp, weil er halt tanky ist. Und geil ist halt auch zu ganken, weil Italy ist halt schwer zu catchen, wenn ich es dann aktiviere, wegen dem Panther. Und wenn Reese halt die cage, dann kann ich die halt locker stunnen. Wer muss also die cagen? Darius kann. Rice. Okay. Und Darius kann hooken, du kannst auch stunnen. Es war halt auch gut für mich, dann, dass ich ganken konnte. Und Shogat wurde halt early geowned im Jungle. Early Double Kill, das war halt nice für mich. Ich glaube, dein Jungle-Verhalten war generell sehr wichtig, auch für die Moral. Du hast die ersten 3-4 Kills oder 4 alleine, nicht alleine geholt, sondern warst dafür verantwortlich. Ja, Ryze hat mir jetzt gut geholfen, ey. Manche Midlaner kommen ja dann nicht. Da bin ich schon manchmal gestorben. Wobei der dann vielleicht mit Low HP überlebt hat, aber die Midlane geholfen hat von dem und mich dann gefinisht hat oder so. Und dass Ryze gekommen ist, war halt richtig nice. Da konnten wir einfach Cho'Gath ohne Probleme killen und haben dann noch Nidalee bekommen. Das war richtig gut. Ich werde jetzt aber trotzdem noch Ryze reporten müssen, weil er so viele Kills abgegeben hat. Das war... Das kann man... Geht nicht anders. Das geht einfach nicht anders. Gut. Dann. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich werde jetzt mal gucken, was mit dem Liga-System ist. Und ich denke, wir sehen uns beim nächsten Spiel. Tschüss. Ciao.